13.000 fehlen noch bis zum Limit ungefähr bei ihr. Bei Khalid sind es etwas mehr. Ja, da sind es 14.000. Minsk auch ungefähr. Ja, Jahira nicht mehr ganz so viel, oder? Da habe ich ja gesagt 80.500. Das heißt 10.000 noch ungefähr bei ihr. Imoen sind es auch so um die 14.000. Bei ihr sind es etwas mehr. Da sind es 16.000. Das könnten wir sogar noch alles erreichen hier in Dulax-Turm. Nichts leichter als. So, jetzt aber erst einmal Nichts in den leichter als Keller. das. Und Feind Nichts gesichtet. leichter als das. Oh, und eine Giftwolke. Schnell raus da, bevor es irgendeinen umhaut. Also das ist keine Todeswolke, sondern eine Giftwolke. Sprich die etwas nettere Variante der Todeswolke. Die Todeswolke macht nämlich Schaden, die Giftwolke. Die Giftwolke. Denn ich verschwinde jetzt. Die macht nur bewusstlos, genau. Hier geht's weiter. Den Typen da ignorieren wir mal. Oder sprechen wir mit dem, solange die Giftwolke aktiv ist. Hüstel, wer seid ihr? Ah, ein Wanderer wie ich. Am besten dreht ihr euch um und zieht weiter, mein Freund. Dieser Ort ist nicht sehr gastfreundlich. Besser ihr seid am Leben und könnt von dann ziehen wie ich. Wer seid ihr denn? Ich hatte eigentlich nie erwartet, hier jemanden zu begegnen. Ach, tretet zurück, wenn ihr vor der Gefahr kneift. Ich bin hier, um mir zu nehmen, was ich will. Wer zum Teufel seid ihr eigentlich? Ihr seht verletzt aus. Kann ich etwas für euch tun? Ah, wenn ihr einen Heiltrank oder einen ähnlichen Zauber habt, behaltet ihn. Ihr werdet ihn brauchen. Auf dem Weg hierher zurück habe ich doch glatt einen Pfeil verschluckt und ich fühle mich ein klein wenig unwohl. Lasst euch warnen. Falls ihr auch dort hinunter wollt, haltet eure Sinne beisammen. Dieser Ort wird euer Verderben sein, wenn ihr einfach so hindurch stolpert. Ich lasse mich nicht so einfach von einer Sache abbringen. Ich bin gut gerüstet und für die Entschärfung von Fallen und in den Vergangenheit habe ich schon viele Monster in die nächste Welt befördert. Was auch immer da unten herumschleicht, es wird von mir aus dem Weg geräumt werden, genau wie all die anderen zuvor. Ich kann ganz gut auf mich aufpassen, egal was sich mir in den Weg stellt. Also ich sprich die Angst, ich bin aus härterem Holz geschnitzt und werde mich nicht vor dem fürchten, was da auch kommen mag. Alles etwas überheblich, das letzte sogar beleidigend, fast. Nehmen wir das erste. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr lange genug lebt, um gegen die Kreaturen zu kämpfen, die in diesem Ort zu Hause sind. Selbst die Wände dort drin werden sich gegen euch verschwören, und euch in Schacht, um euch in Schacht zu halten. Die Fallen sind doch bloß da, um eure Geschicklichkeit zu testen. Aber dieser Ort ist mehr als ein einfacher Türklopfer. Dulak war ein kranker, schlimmer Mann, und ich sage euch, dass er die, die hier hereinkamen, nicht bloß daran hindern, sondern töten wollte. Klar gibt es Fallen, ausgelöst durch Drähte oder Schnitte oder Geräusche. Aber es gibt auch noch Tests. Tests, die er erfand, um Freund vom Feind zu unterscheiden. Ihr werdet mehr als nur eure flinken Finger brauchen, um zu dem zu entkommen, was euch erwartet. Einige Fallen geben euch keine zweite Chance. Nehmt euch in Acht oder der Tod wird euch schnell bemächtigen. Sich euer schnell bemächtigen. Tests oder keine Tests. Ich bin mehr als fähig, alles dort drin zu besiegen. Ihr habt ja nur Angst. Ich nicht. Ihr scheint euch sehr sicher zu sein, dass dieser Ort gefährlich ist. Woher kommt diese Überzeugung? Und warum habt ihr dann eure Freunde diesem Ort überlassen? Ich habe meine Freunde nicht im Stich gelassen. Sie mögen ja zwar jung sein, aber sie sind alt genug, eine eigene Meinung zu haben. Stimmt allerdings. Ich werde doch nicht Kindermädchen für jemanden spielen, der sich selbst mit einem Schwert verteidigen kann. Stimmt allerdings auch. Ich nenne ihnen das Risiko, wenn sie dann weitermachen wollen, ist es ihr eigenes Schicksal, über das sie entscheiden. Was mich betrifft, ich habe gedacht, es wäre besser zu leben. Dieser Ort ist der Tod. Er liegt in der Luft und zieht in eure Kleider. Meine Freunde meinten nur, bei den Göttern, wo kommt dieser Gestank her? Und ich sage ihnen, es ist der Gestank des Todes, Bürger.
Ja, eine sehr farbenprächtige Beschreibung, aber was gibt es hier zu fürchten? Ihr redet von fallunterirdischen Monstern, aber alles, was ich sehe, ist ein ängstliches kleines Männchen, das davonrennt. Einer eurer Freunde hieß nicht zu, etwa zufällig Dalton. So, der Todesfall voller Fallen und Monster treiben darin ihr Unwesen. Hört sich an wie alle anderen Verliese, in denen ich war. Und bisher habe ich auch nichts gesehen, das auf etwas anderes schließen ließe. Diese Überheblichkeit nehme ich mal vorweg. Ich muss eure Warnung beherzigen, aber ich muss dennoch weiter. Gefährlich oder nicht, ich muss hier etwas erledigen. Ich werde das wohl selbst herausfinden müssen. Vielleicht warte ich lieber noch einen Tag. Man sollte ja dem Tod nicht direkt in die Arme laufen. Fragen wir mal, ob er Dalton kennt. Kennt ihr den Jungen oder hat euch seine Mutter geschickt, um nach ihm zu sehen? Sie macht sich wirklich viele Sorgen, meint ihr nicht auch? Vielleicht zu Recht. Ich habe mir auch Sorgen gemacht. Er nimmt das alles nicht ernst und wenn er irgendwann merkt, dass er alles durchgemacht hat, wird er ein böses Erwachen haben. Da bin ich mir ganz sicher. Er ist mit meinen Begleitern zusammen tiefer drin, als ich vordringen wollte. Ihr mögt sie wohl finden, wenn ihr nach ihnen sucht, aber ich glaube, der Weg, den sie genommen haben, ist versperrt. Es gibt so viele Gänge, dass es scheint, Dolak meinte, es könnte ruhig einige hinter nichts ahnenden Besuchern einstürzen. Ja, sehr schön. Dieser Ort ist keine Ruine, er ist nicht für die Ewigkeit offen. Die Sorte wurde dafür entworfen, Leute fernzuhalten oder sie zu töten. Selbst die simpelsten Türen scheinen mit Schlüsselsteinen verschlossen. Wenn ihr hier herein wollt, bereite euch auf Erfolg oder Tod vor. Ah, da habt ihr mich zu einem Belehrungsvortrag verleitet. Aber euer Leben gehört euch. Macht damit, was ihr wollt. Ich muss gehen. Viel Glück und wünsche euch gutes Gelingen. Einer von Bayards Begleitern war der junge Dalton, zu dessen Rettung ich hier bin. Bayard meinte, der Junge sei völlig ausgeflippt, aber er hätte schließlich das Recht zu tun, was ihm Spaß machte. Okay. Ich hatte gerade begonnen, Dolaks Turm genauer zu erkunden, als ich auf meinen Mann namens Bayard traf. Er wirkte ruhig, aber dieser Ort machte ihm Angst und er hatte beschlossen, ihn zu verlassen. Anscheinend war seine Gesellschaft noch im Turm, seine Begleiter hatten sich entschlossen, ohne ihn weiter vorzudringen. Er wünschte ihnen gutes Gelingen, wollte aber nicht folgen. Die von Dolak hinterlassenen Fallen und Tests gingen über seine Fähigkeiten hinaus, so schien er zu denken. Einige seien tödlich und boten Eindringen keine zweite Chance. Dieser Ort sei nicht gedacht, Leute am Eindringen zu hindern, sondern sie zu töten. Er fürchtet sich auch vor der Kreatur, die dort drinnen haust. Angeblich handelt es sich dabei um einen Todesritter. Gut, das hat er jetzt nicht direkt erwähnt, wahrscheinlich weil wir den falschen Text ausgewählt haben, aber das hier ist ja alles vorgeschrieben. Eine Art mörderischen Diener der unteren Ebenen, der noch dazu äußerst mächtig zu sein scheint. Bayard meinte, dass der direkte Angriff eines solchen Geschöpfes gleichbedeutend mit Selbstmord wäre. Vielleicht hat ihn seine Furcht gerettet, aber ich muss dennoch weiter vordringen. Ich werde jedoch nach diesen Schlüsselsteinen Ausschau halten, die er noch erwähnte. Sie müssen wohl eine Art Schlüssel sein. So, der haut ab. Eben moin. Oh, da ist noch ein Ghoul. Vier, nichts leichter als das. Was wollt ihr? Dies ist mein Watch. Ja? Und da war mal wieder eine Falle. Mich kümmert's nicht. Hier lang. Okay. Nichts leichter als das. Das hat den Moment geregelt. Den Ring hätte ich gerne. Okay, jetzt werden die Inventare langsam etwas voll. Und Minzklima der Schnelligkeitshöhe. Trank der Steinform. Abwehrtrank, Mist. Jetzt hat sie wieder einen Haufen Tränke mit sich. Bei sich. Du bist hier lang. Zum Glück war diese Falle nicht schlimm. Aber hier drin ist nichts. Das war, glaube ich, so eine... Keine Ahnung, was für eine Falle das war. Oh, Geschmeide. Beziehungsweise Schmuck. So, packen wir uns einmal hier unten die Taschen etwas voller. Hier ist ein Brunnen. Hier ist Gold. Was ist hier? Eine Rüstung. Naja, Lederrüstung. Gut, dann gucken wir da oben noch lang. Sie hat ja Pfeile. Oh. Hallo, Jungs.
beinahe unter meiner Würde. Was hier lang? Ich schalte das mal hier lieber ab. Ja. So. Kloppen wir die um. Die beiden Düsterschrecken. Ich bin ganz Ohr. Was wollt ihr? Hast du Gold? Ja, du hast Gold. Gut. Dann gucken wir hier oben mal weiter. Ja, die habe ich noch in Erinnerung gehabt. Die drei Steinplatten hier. Eine davon ist verschlossen, da ist nämlich was drunter. So, nämlich glaube ich, das war ein Schutzring plus 1, genau. So, damit wären wir mit Dulaxturm fertig. Das heißt, wir können zurück nach Baldur's Gate und alles hier vergessen. Wir ignorieren diese Geheimtür da oben einfach. Nein, leider nicht. Wir haben nämlich jetzt nur die Obergeschosse des Turms erkundet. Der eigentliche Turm kommt noch. Also das, was wir hier erlebt haben, ist Pille-Palle im Gegensatz zu dem, was noch vor uns liegt in diesem Turm. Aber vorher will ich mich mal kurz zu unserem Händler hier zurückziehen. Wisst ihr was? Ich cheate einfach ein bisschen. Und ja, man kann es cheaten nennen. Schicken wir Khalid. Ich tue mein Bestes. So. Wir müssen ja bloß alle Charaktere auf derselben Map haben. Und dann können wir auch mit dem Händler handeln. Und die Bolzen kann ich scheinbar nicht verkaufen. Also werde ich sie irgendwo wegschmeißen, dass ich den Platz frei habe. Schutz im Magen plus 1. Kannst du nicht tragen. Du trägst den Schutz im Magen plus 2. Ja, und Khalid nähert sich langsam dem Händler. Und ja, so geht das einfach ein bisschen schneller mit dem Händler zu handeln. Hat sie etwas gesagt? So, also. Erst einmal Talisa, Kettenhemd. Einen Zwergenstein können wir abgeben. Wir haben 2 davon. Eitränke und so weiter wollen wir behalten. Ein Formelstein zu Fleisch, die kommt mal weg. Perlenkette, ein Ring, ein Haufen Schmuck, anderen Schmuck, Pfeile, eine Rüstung, Helebarde, nein, das Öl nicht. So. Dann diese ganzen hübschen Klunkerchen, die Minsk mit sich rumschleppt. Trank der Stärke, Unsichtbarkeitstrank, brauchen wir alles nicht. Ja, wir sind zwar schon ziemlich hoch mit unseren Wertgegenständen. So, den Säbel kannst du verkaufen. Sie benutzt ja lieber Stäbe. Also Stabschleudern. So, die Sachen können auch weg. Sternsaphir brauchen wir nicht. So. Das. Schutzring. Können wir auch alles verkaufen. So, dann braucht sie Schleuderkugeln. Wenigstens, ja. Drei Stacks. Blaue Schleuderkugel. Und wenn es sein muss, werfen wir die weißen einfach weg. Und davon haben wir eh nicht mehr viele. So, sieht es bei allen jetzt leer aus? So einigermaßen. So, das Buttermesser dahin, den Trank dahin. Heiltrank. Den kann die Moe mal trinken. So. Ja. Khalid, wirf die beiden Sachen raus, die brauchen wir nicht mehr. Und dann kommt zur Gruppe zurück. Ich tue mein Bestes.